so ein Scheiß. Ja, und auch das Flugzeug war geil. Das ist ja, die sind jetzt alle, die kennen wir ja alle auch. Rückführung der schwere Last. Das war, glaube ich, mit, das haben wir mit Random zusammengespielt. Das war, glaube ich, bei mir die erste oder zweite Folge. Das war das, wo wir dann neu starten mussten, weil wir in dem einen Hof da hängen geblieben sind, weil wir den Hubschrauber nicht mehr hatten. Genau. Das war die eine der ersten Folgen. Ich glaube, die zweite Folge ist das bei mir gewesen. Die heißt, glaube ich, irgendwie nervöses Anhängsel oder irgendwie sowas. Ich meine, das wäre die zweite Folge gewesen. Und wir sind jetzt mittlerweile, wenn die Folge rauskommt, sind wir schon bei fast 400. Wenn du mal überlegst. Also ich schneide, gut, ich schneide jetzt von Pokémon, das ist ja gerade. Ich habe jetzt 300 bis Folge 335, wo der Schlitzer im Bunker war. Das ist zumindest der letzte. Davor der Bankraub, mit den, wo wir mit den Jets die Polizisten da hatten. Mhm. Dann das Sumo-Rennen mit den Sportwagen, genau, danach der Schlitzer. Das war so der letzte Teil gewesen, den ich hatte. So, also es sind jetzt ein paar. Ja, A und B, also jeder ein, ne, würde ich ja, sagen. Ja, ist mir egal, was nimmst du? Dann musst du dein eigenes Auto aber nehmen. Ich B. Gut, dann fahrt da. Cool, ich hab ja voll weit. Deswegen habe ich dir auch A gelassen, das ist leichter für dich. Mir hält sich egal. Ich will, wie es kommt, es dauert manchmal länger, aber. Ich will dich ja nicht überfordern, weißt du. Ich überfordere keine. Schnell nicht. Doch, Svenja überfordert dich. Upsi, Entschuldigung, du standst im Weg. Also ich rate, du stehst doch hinter der Karre da, ne, Kollege? So, erledigt. So, im Idealfall jetzt die Karre noch hochjagen. Jetzt hast du die scheiß Tür. Zu. Oh, alter Dreier BMW. Diesmal haben wir auch ein Zeitlimit. Und ich fahre die Karre aus nur noch 60 Sekunden. Welche von denen? Eleanor? Ich habe den Film schon ewig nicht mehr gesehen. Ich kann mich gerade nicht erinnern, genau was das ist. Das letzte Auto, das, womit er immer Unfälle gebaut hat, dieses Muscle Car. Ja, ich glaube, das ist mal, ja. Womit er dann zum Schluss über die Brücke springt, um noch rechtzeitig anzukommen. Ja, war ein geiler Film, muss man sagen. Warte mal, ja. Low Ride. Gets a little higher. Dann muss ich jetzt hier rechts runter, ja, muss ich. Und Angelina Jolie mit den blonden Dreadlocks, Alter. Mm. Damals war die aber noch nicht so kaputt wie heute. Aua. Naja, wir beide sind auch nicht gerade ganz, also den urteilen wir schon. Das meine ich nicht, aber die, weiß ich nicht, die ist in den letzten Jahren ziemlich abgestürzt. Gut, mit den ganzen Brad Pitt und sowas, mit dem Thema. So, ich bin schon da. Ich warte auf dich. So.
Endlich bist du da. So, was haben wir jetzt noch? Mehrere Autos. Genau. Natürlich, jetzt habe ich natürlich. Ja, geh weg. Steig aus, komm. Das hat man doch schon mal, dass wir in dem Zeitlimit halt so viele Autos wie möglich klauen müssten. Diesmal nehme ich B. Natürlich, okay. Weißt du was, ich krieg scheiß LKW und was kriegst du? Naja, wird schon irgendwie werden. So. Ich bin ja der PC. Ich muss ohne zu blinken die Spur wechseln. Jetzt bist du selber schön, jetzt bist du genau wie rübergezogen. Upsi. Ich habe auch direkt den passenden LKW, ich lade den einfach auf und nehme den mit. Das geht leider nicht, das ist das Problem. Geht nur mit dem Slam Truck. Ja, den habe ich ja nicht. Warum habe ich jetzt bitte Sterne? Ich habe jetzt gerade gar nicht gemacht. Bist du ein Sheriff? So, die Frage ist, versteht die K auch nicht? Bitte nicht auf dem Polizeihof oder was? Du wolltest B haben. Nö, alles gut. Das ist ja kein Problem. Hey, ich stehe auf der Brücke oben. Sobald ich das jetzt gerade richtig deute. Doch, die steht tatsächlich am Polizeihof. Ernsthaft? Hallo, der Abschleppdienst ist da. Denk dran, wir haben auch nur ein Teamleben, ne? So, ich stelle den LKW jetzt mal davor, dass ich da durch, dass ich direkt an die Karre komme. Boah, die Karre schwammig. Ist die Karre schwammig? Tut mir leid. Hast du sie? Ja, ja, ich hab sie. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier mal die Lester-Schwester anrufe, dass ich mal. Ich hoffe, das geht einfach jetzt. Da. Gib mir hier auf Eier mit dem Scheißkopf. Leave it to me. Gut gehalten. Noch eine Eleanor hier. Ja, ich habe hier so ein Fake-Bettmobil, was auch immer. Also ich bin die Kopf los, ich habe jetzt. Das haut jetzt mal runter zu den Docks.
So, Autos abgeliefert. Ups, das war ja gar nicht das Ziel. Du stehst übrigens mit deiner Karre auf meinem Zielpunkt jetzt. Das ist mir egal. So, aber B ist standen, ey, wir sind schon durch. Da sind noch 4 Autos gewesen. Okay. Nochmal 50.000. Ja, 2000 Erfahrungspunkte. Ich weiß noch damals, wo ich, weiß ich so hoch geworden bin, war auch der Grund, weil es gab damals auf Kontaktmissionen doppelte RP und Doppelkohle. Dreifach sogar. Und da habe ich dann richtig Missionen ohne Ende gemacht. Ah. Haben wir in der Crew, glaube ich, über eine Woche hinweg 7 Stunden am Stück immer Kontaktmission geballert. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Warte. Ich wollte jetzt nicht wissen, ob du... Okay. Ich wollte gerade fortfahren drücken, da war es aber schon weg, da habe ich zufällig gestimmt. Das will ich aber nicht. Zufällig. So, wieder ein bisschen Kohle. Trink so gern ein Bier. So, begib dich zum Lagerhaus. Okay. Müssen wir nur zum selben? Wenn du dann könntest, wir ja doch schon. Zerstör alle Wagen, das kriegen wir hin. Also, wenn man Kev für etwas gebrauchen kann, dann um irgendwo alles kaputt zu machen. Das ist also gut. Worin dann nicht gut ist, ist irgendwo unentdeckt bleiben. Das kann er einfach dort. Nee, das stimmt wohl. Das ist überhaupt nicht meins. Das ist einfach nur, ich muss eigentlich mit der Brechstange versuchen, irgendwo reinzukommen. Meins bei Svenja jetzt. Wollte ich gerade fragen, bei Svenja auch? Da muss ich nicht mit der Brechstange rein, die macht schon freiwillig auf. War es eh alles schon so ausgeweitet, da brauchst du keine Brechstange mehr. Ja, hier waren wir auch schon mal. Das weiß ich noch, hier waren wir auch schon mal drin. Ja, ich glaube, da müssen wir irgendwie die Autos drin zerstören oder so. Mhm. Naja, komm mal hin. Im Zweifel sterben wir dann selber noch dabei. Da hätte ich wieder einer. Genau, ich kann mich erinnern, da habe ich mich, glaube ich, sogar verlaufen.
Ja, wenn es untenrum, wenn es um untenrum geht, dann bist du ja eh immer total verwirrt. Ja. So. Verlasse das Schlagerhaus. Immer sofort. So. Ja, heute wird jeder. Svenja fragt dich ja auch immer, hast du schon untenrum nachgesehen? Nee, das ist immer so. So. Unhygienisch. So behaart bei Svenja. Und Fisch. So, so, weg mit der Karre. Also, weg mit uns. Hier, pack mal. Das ist vielleicht nicht so ganz clever, da in die Nähe reinzufahren, wenn ich die Granaten werfe. Hinten, hält jetzt auch einer. Ja, rechts. Ne, da leben links auch noch einer. Oh. Ganz bei Unterführung. Rechts bei der Unterführung ist noch einer. Naja, es ist. Warte. Das sind noch ganz viele, Alter. Ich bin jetzt gerade wieder hier gespawnt. Alter, geh doch mal in Deckung. Boah. Tot. Also ich habe zwei doch gesehen. Komm, du bist alleine. Das ist kein Gegner, okay. Nee, der ist einfach nur gerade ein bisschen fehl am Platze. Das ist das Problem bei schwer. Man kann halt, wenn man stirbt oder zu viel oft stirbt, dann geht's vorbei. Also zumindest für mich. In die Falle. Das Gebiet verlassen. Laut der Anzeige unten. Das war jetzt nicht die gute beste Idee, oder? Mit der Karre abzuhauen. Du hast, glaube ich, gar nichts mehr im Leben. Du müsstest dringend mal irgendwie was. Ich will erstmal weg. Ja, Gott sei Dank, bestanden wir. So. Ach, das ist halt aber auch mal diese geile GTA-Logik, so Leute, die einfach sinnlos aus dem Nichts heraus spawnen. War sehr schön. Teilweise auch neben dir einfach spawnen und den Headshot drücken oder sowas. Das Flugzeug machen wir auf jeden Fall danach auch noch. Das will ich noch mal machen.
Das war die geile Simeon, Mission. Ja. Das war eigentlich mit einer der geilsten Missionen. Und ich denke mal auch die schwere Last, die werden wir nochmal machen. Auch wenn wir es schon ewig und 3 Tage mal durchgekaut haben, aber wir haben einfach Bock drauf. Machen wir es halt mehrmals. Ich bin eh, worauf wir Bock haben. Wenn man da auch Bock haben, machen muss. Egal. Wie spät haben wir es überhaupt? 20 nach 12. Okay, haben wir noch ein kleines bisschen Zeit haben wir noch. Wie lange willst du machen heute? Bis um 1 maximal, dann ist Schluss. Okay, naja, alles gut. Ich hatte jetzt ein bisschen länger erwartet. Aber gut, okay, du warst arbeiten, ne, im Gegensatz zu mir. Ja, ich muss auch morgen wieder arbeiten. Ich habe ja noch, eigentlich noch frei. Ich habe jetzt Mittwoch, nee, Mittwoch, Donnerstag habe ich Termine. Ich habe noch 2 Termine die Woche. So, okay. Na dann. Steht im Brickhead. Das ist, glaube ich, ein LKW oder sowas. Das Wohnmobil ist ins Handystoß. Ach shit, das ist gepatzt. Jetzt komme ich zum schwarzen Wohnmobil. Ja. Ich habe mich verfranst. Ist jetzt ja mein Wegpunkt. Das wird einfacher. Ja, die Karre macht durchaus Laune, muss ich sagen. Wenn sie rechts fahren können. Eigentlich müssen wir mit der Crew mal schaffen, ja, aber das wird schwierig werden. Ich glaube, die heiß zu machen nochmal. Aber da ist, glaube ich, doch irgendwo ein Banküberfall oder so, den wir noch, glaube ich, gar nicht gemacht haben. Ich weiß es nicht mehr, es ist ewig, ja. Nee, die heiß haben wir alle gemacht. Ja. Das weiß ich. Die haben auch komplett alle, zwar nicht in einem Stück. Wir haben eigentlich alles an großen Sachen haben wir alles gemacht. Nee, ich glaube, da gibt es aber doch einen Banküberfall, den wir noch nicht gemacht haben. Doch. Da war nämlich bei mir noch jetzt auf der Karte ein H. Ja, aber wir haben alle Banküberfälle gemacht. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, die Standard heißt, diese 5 Dinger, die wir da hatten, die haben wir definitiv gemacht, ja. Ja, wir haben alles schon gemacht, Kev, kannst du mir glauben. Deswegen ja. Hat dann aufgehört, weil wir nicht mehr wussten, was wir machen sollen noch. Ja. Das war ja dann der Grund, warum wir dann damals erstmal mit GTA aufgehört hatten und noch zu Minecraft gegangen sind. Na, dann sind wir wieder auf uns zurück zu GTA, weil die Action fehlt. Ja, momentan läuft's ja. Also GTA immer wieder durch, klar. Aber wenn wir dann mittlerweile bei fast Folge 400 sind bestimmt oder so, wenn die rauskommen, aber das ist halt so. Das wird dann noch eine Weile dauern, bis wir wahrscheinlich mal aufhören. Gangster! Ach stimmt, du musst die scheiß Karren erstmal packen, ne? Erstmal müssen wir die Gegner wegschießen hier, die ganzen Hibbelis hier, die hier rumrennen. Ich schieße einen zweiten Darmausgang. So. Gut. Das Blut aus dem dicken Bauch spritzt. So, jetzt müssen wir erstmal die Autos umparken. Spiel mal ein bisschen Tetris. Oder wie war das hier? Naja, können wir spielen. Ja, leider mal eben so ein bisschen wegsprengen ist nicht. wäre, glaube ich, kontraproduktiv. Autos, Vorsicht! Ja,
sind sie irgendwo. Dann war ich doch ein Gegner. So, na gut. Dann machen wir weiter. Hast du Platz genug oder? Warte mal. Im Zweifel schon, ne? Warte, nehme ich mit, vergiss mich nicht. Hallo. Okay, wenn du das für einen sicheren Platz hältst da außen rein. Ach, was? Ich nehme das Risiko. Jawohl. Fahrer erwischt. Okay, verstanden. Okay, das war nicht so sicher. Eigentlich war es keine Absicht. Eigentlich wollte ich einsteigen in das Ding nur. Naja, alles gut. Gut. Ich weiß nicht, ob du das selber jetzt kriegst. Du hast noch ein paar Gegner bei dir, ich kann aber versuchen, da ein bisschen aufzuschließen. Ach Mann. Ja, ich bemühe mich gerade ein bisschen dazu zu kommen noch, ja. Ich fand natürlich jetzt blöd, dass ich da jetzt gestorben bin. Aber das nehme ich dann auch auf mich, wenn man das jetzt fehlen. Ja, das Ding ist nur, dass das Teil hier fast kein Leben mehr hat. Ich sehe es unten. Ich bin aber fast da. Ich hoffe, dass du da vielleicht einen Ticken durchhalten kannst. Die Säcke! Haben die mir die Reifen zerschossen? Was ist jetzt? Ach, gib mir ja Weier! Okay, wie gesagt, es geht auf mich, das Ding. Ich wollte gerade Karre wechseln, weil die mir direkt, als ich vorbeigefahren bin, die Greifzahl jetzt da zerschossen haben. Ja, Gott sei Dank. Okay, aber gerade noch so. Ja, wie gesagt, ich bin auf der Autobahn nicht gestorben, ich war direkt dran. Dein Standplatz war nicht der sicherste. Nee, das war auch keine. Eigentlich war es nicht so geplant. Ich wollte eigentlich einsteigen. Mitten in der Fahrt. Naja, du standst ja noch. Nein, alles gut. Nein. Passt. Hat ja auch. Haben wir dann ja doch. Du hast es dann noch hingekriegt. Wie gesagt, hätte mir die Reifen nicht zerschossen, dann wäre es kein Problem gewesen.